Guten Morgen. Der Hibiskus, mein Bankerl. Nur mehr Hibiskus. Ziegelpfeifen. Das ist die kleine Terrasse. Dort das Sofa, wo man sich erhielen kann. Jetzt geht's hinaus. In den Garten. Da ist die Hecke. Da sind die Bohnen gewachsen, die haben jetzt abgeerntet. Da ist also eine Lampionfrucht im Topf. Das ist die Topinambur. Jetzt schießt sie in Tee. Da ragen auch ein bisschen Bohnen hoch. Büsche, die zur Straße hin abschließen. Da wachsen die Kräuter. Thymian, Oregano, Goldmajoran, Bohnenkraut, Rosmarin, Salbei. Und da kommt so der Kürbis daher. Das ist ein gelber Kugelkürbis. Wächst jetzt so ins Blumenbeet ein. Und der Hausmauer entlang. Zwischendrin der Mangold. Mal so überblühend zum Mädchen. Da ist schon mal so eine Kugel. Hinten ist also so ein Lobpflanze. Also heuer haben wir es ganz durcheinander gemacht. Und da sieht man dann so eine Gräserskugel. Da ist auch eine Kugel. Und da die Stuhl. Und da geht es schon entlang. Und dann kommt das Tomatenbeet, da habe ich heuer gar nichts gegossen, sehr spät gepflanzt, nichts hochgebunden. Da stehen zwei paar Steckerl, die sind eher gepflanzt, dadurch sind da schon rote und ist auch schon was geerntet worden. Und da ist der Rucola, also der wächst ja ungerade, da ist immer ein Teil ausblühen und das haben sie einmal rausgenommen und da hält man schon ab. Also mal Schlottpflanzen, Weizenkraut, eine selber gepflanzte Brennnessel, weil die in der Nähe haben sie noch Gift. Da ist auch noch ein bisschen Kräuter und Salat und die, weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist ja so aufgegangen. Die fangen jetzt blühen noch. Guten Morgen. Da haben wir nochmal Tomaten. Eine Zucchini-Pflanze. Da habe ich jetzt auch schon reichlich geerntet. Und da ist der Kürbis, der wächst also überall. Der muss ich aufpassen, dass er nicht auf die Straße auswächst. Das ist ein grüner Hokkaido. Da, ah ja, da unten liegt er schon. Wenn er schwer wird, liegt er da unten. Der grüne Hokkaido. Oh, ist der schon schwer. Da ist auch noch mal eine Tomate und da sitzt ein Riesenfeld mit einem Riesenberg. Ab
Abzweigungen. Das ist nur der Grünkohl vom letzten Jahr. Da habe ich mir einen Haufen Samen aufgehoben und das habe ich noch stehen lassen. Treibt wieder aus und blüht. Also ich beobachte, ich weiß nicht, was da passiert. Also da wächst der Hecke auf. Ja, bedeckt natürlich auch andere Pflanzen. Das ist sehr, wie das alles so wächst. Habe ich noch mal meinen Gold. Am Anfang ist alles. Am Zaun hängt. Und jetzt hängt alles schon unten da. Im Mangold liegt wieder so eine grüne Kugel drin. Und ach ja, da. Aua. Da ist er aber nicht. Da hinten sieht man wieder was Kleines. Also das versteckt sich halt da drin. Da ist meine Pfefferminze. Ah, schon wieder Kugel. Da hinten ist die Pfefferminze und das ist eine echte englische. Da ist ein bisschen rote Beete. Zwei Paprikaplatzen, die sehr spät gebaut worden sind. Und da haben wir, ihr glaubt das nicht, einen Spinatbaum. Der ist jetzt doppelt so groß wie ich, also 3 Meter. Und da tut man den Spinatblätter einfach, die größeren runterzupfen. Wenn man das dann mit ein bisschen Mangold und Brennnessel mischt, ist das ein traumhaft herrlicher Spinat. Oder ich schneide einfach in Salat rein. Da haben wir dann Zitronenmelisse und da liegt wieder Tomate. Dann haben wir wieder Gurken, die sehr spät gepflanzt wurden, aber irgendwie ist das heuer ein Garten. Der gewachsen ist. Richtig auch beim Anbauen. Da habe ich einfach mal eine Handvoll Paprika hingeschmissen. Eigentlich nur so, den haben dann Schnecken in, weil es im Topf war. Ah, da haben wir schon Gurken, also Gurken haben wir auch noch umgepflanzt. Jetzt schauen wir mal. Das ist heuer der Garten. Jetzt sind wir dann wieder drin.